Hi, hallo, hier, hey, hi, habt ihr Langeweile? Und ihr wisst nicht, was ihr zu tun habt? Dann holen Sie sich jetzt das neue Metallurgen-Igra, 47-48. Man kann es mit bis zu Menschen spielen. Folgende Spiele sind enthalten. Zum Beispiel das Handspiel, dazu benötigen Sie allerdings Hände. Haha, keine Sorge, das sind keine echten Hände. Zuerst werden zwei Mitspieler benötigt. Umso mehr Mitspieler, umso mehr Hände werden benötigt. In diesem Fall reichen allerdings zwei Hände aus, für den Angreifer und für den Verteidiger. Person 1 ist der Angreifer, Person 2 der Verteidiger. Person 1, der Angreifer, versucht nun, dem Verteidiger eine Lasche zu geben. Der Verteidiger kann diesen Schlag allerdings abwehren, indem er seine Hand hebt und den Schlag so auf seine Hand lenkt. Wenn der Angreifer trotz gehobener Hand dem Verteidiger eine Lasche gibt, kriegt er eine Straflasche. Dieses Spiel ist sehr beliebt. Oder versuchen Sie neue Ninjutsus. Gorilla Ninjutsu. Oder Schneeball-Weitwurf. Dieses Spiel ist übrigens auch mit mehreren Leuten spielbar. Unsere Testpersonen haben sich zu den Spielen geäußert. Mann, war das ein tolles Spiel. Oh, das war so unglaublich geil. Ich würde es jedes Mal weiterspielen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie toll dieses Spiel einfach nur ist. Vor allen Dingen hier, schauen Sie sich mal die Verpackung an. Ein total geniales Design. So ein kreativer Kopf, der das gemacht hat. Hier, schauen Sie mal. Toll, nicht wahr? Sie müssen sich das Spiel unbedingt holen. Oder? Ja, also ich finde dieses Spiel echt super. Ja, also ich kann es einfach nur weiterempfehlen, denn, also, seht's euch mal an. Ich meine, das ist doch der Wahnsinn, das ist einfach das Schönste. Ja, ich bin eigentlich versprachlos und, ich bin einfach so euphorisch, ich bin so fröhlich und das ist so toll und ich kann es einfach nur jedem weiterempfehlen. Holt es euch. Also ich finde das Spiel klasse. Also ich finde das Spiel toll. In diesen Spielen gibt es ganz schön viele Kopf-an-Kopf-Rennen. Das war nicht als Spiel gemeint. 47-48.